Der Druck in einem Gas wird erzeugt durch die Kollision der Gasteilchen mit den Wänden des Behälters. Wir erinnern uns, ein Druck klein p wird berechnet durch die angewandte Kraft groß F geteilt durch den Flächeninhalt der Kontaktfläche. In dieser Simulation werden hier die Anzahl Aufprälle mit den Innenwänden gezählt. Ideale Gase erfüllen eine Modellvorstellung und lassen sich durch die ideale Gasgleichung beschreiben. P mal V gleich N mal R mal T. P ist der Druck, V ist das Volumen, also der Rauminhalt, N ist die Anzahl Mole. Wir wissen, dass in jedem Mol 6,02 mal 10 hoch 23 Moleküle enthalten sind. Diese Zahl bezeichnet man mit N-Index A und nennt sie die Zahl des Avogadro. R ist die universelle Gaskonstante. Sie beträgt 8,314 Joule pro Mol Kelvin. Und T ist die Temperatur in Kelvin ausgedrückt. In dieser Simulation können wir den Druck klein p verändern, indem wir mehr Teilchen in den Behälter hineinpumpen. Wir können das Volumen V verändern, indem wir hier ranziehen oder drücken. Und wir können auch die Temperatur von dem Gas verändern, indem wir hier zum Beispiel heizen. Hier ein Anwendungsbeispiel der idealen Gasgleichung. Bestimme den Rauminhalt eines Mols eines Gases unter den normalen Bedingungen. Das heißt, die Temperatur groß T beträgt 273 Kelvin. Und der Druck klein p beträgt 1,013 mal 10 hoch 5 Pascal. Wie immer schreiben wir zuerst die Angaben. Die Temperatur groß T beträgt 273 Kelvin. Der Druck klein p beträgt 1,013 mal 10 hoch 5 Pascal. Die Anzahl Mole beträgt 1. Es handelt sich um 1 Mol. Und die Gaskonstante beträgt 8,314 Joule pro Mol Kelvin. Was wir suchen, ist der Rauminhalt, das Volumen, den wir in Kubikmeter ausdrücken. Und um den herauszufinden, wenden wir die ideale Gasgleichung an. Wenn PV gleich NRT ist, dann muss V gleich NRT geteilt durch P sein. Und in diesem Bruch ersetzen wir N durch 1, R durch 8,314, T durch 273 und P durch 1,013 mal 10 hoch 5, also so. Und diese Rechnung ergibt 0,0224. Also das gefragte Volumen beträgt 0,0224 Kubikmeter. Oder auch 22,4 Liter. Behalten wir das auch für den Chemieunterricht. Unter normalen Bedingungen hat ein Mol eines idealen Gases ein Volumen von 22,4 Liter. Es folgen zwei Konsequenzen der idealen Gasgleichung. Hier die erste, das Gesetz von Gay-Lussac. Bleibt der Druck eines Gases bei einer Zustandsänderung konstant, so bleibt das Verhältnis von Rauminhalt und Temperatur ebenfalls konstant. Hier haben wir das Gas im Zustand 1, die Parameter heißen P1, V1 und T1, und hier haben wir dasselbe Gas in einem anderen Zustand 2. Die Parameter heißen P2, V2 und T2. Durch die ideale Gasgleichung
P mal V gleich nRT wissen wir, dass P1, V1 geteilt durch T1 gleich ist zu N mal R. Wir wissen aber auch, dass P2, V2 geteilt durch T2 ebenfalls N mal R sein muss. Was bedeutet, dass diese zwei Brüche gleich sind. Wir wissen aber auch, dass der Druck konstant bleibt. Das heißt, P1 ist gleich zu P2. Deshalb können wir diese Gleichheit von den zwei Brüchen etwas anders schreiben. Wir finden so V1 geteilt durch T1 gleich V2 geteilt durch T2. Die zweite Konsequenz ist das Gesetz von Boyle-Mariotte. Bleibt die Temperatur eines Gases bei einer Zustandsänderung konstant, so bleibt das Produkt von Druck und Rauminhalt ebenfalls konstant. Genau wie eben haben wir das Gas in zwei verschiedene Situationen und aus der idealen Gasgleichung ließen wir, dass P1 V1 geteilt durch T1 gleich ist zu P2 V2 geteilt durch T2. Da aber hier die Temperatur konstant bleibt, gilt T1 gleich T2. Und die Gleichheit dieser zwei Brüche kann demzufolge vereinfacht werden in P1 mal V1 gleich P2 mal V2.